Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Mathe-Kollegstunde. Heute zum Thema Arbeiten mit der Geradengleichung im dreidimensionalen Raum. Wir haben ja im letzten Lernvideo uns diese Geradengleichung hergeleitet und in diesem Fall wenden wir sie jetzt an typischen Beispielen an. Das erste ist, ich habe eine Gerade vorgegeben und möchte wissen, ob ein Punkt drauf liegt. Das heißt, das ist die sogenannte Punktprüfung. Ich habe hier das Beispiel der Geraden g. 101 plus Lambda 121 und ich will wissen, ob der Punkt 464 auf der Geraden liegt. Dazu setze ich einfach für das Groß X des 464 diesen Aufpunkt, den Ortsvektor von P ein und jetzt habe ich eine Vektorgleichung vorliegen und das Ziel ist, diese Vektorgleichung nach Lambda aufzulösen. Da ich jetzt mit der Vektorgleichung so nicht rechnen kann, wandle ich die in ein Gleichungssystem um, indem ich praktisch drei Zeilen mache. Ich lese also diese Vektorgleichung zeilenweise und ich würde dann praktisch folgendes Bild erhalten. Ich kriege 4 ist gleich 1 plus Lambda, 6 ist 0 plus 2 Lambda und 4 ist gleich 1 plus Lambda. Dann löse ich jetzt jeweils nach Lambda auf und ich kriege raus, dass in jedem Fall Lambda gleich 3 ist. Also wissen wir, wenn ich 3 einsetze, dann kommt als Ergebnis der Punkt P raus, das heißt, der Punkt P liegt auf der Geraden G. Und das können wir als Merksatz formulieren, der Punkt P liegt genau dann auf der Gerade, wenn alle drei Gleichungen den gleichen Wert für Lambda liefern. Ich würde jetzt eine Zeile einen anderen Wert liefern, zum Beispiel die zweite Zeile Lambda gleich 2, dann hätten wir einen Widerspruch und der Punkt würde nicht aufliegen. Eine zweite Aufgabe ist, wir erstellen eine Geradengleichung durch zwei Punkte. Würde also jetzt hier so ausschauen, ich möchte die Geradengleichung durch die Punkte P141 und 313 ermitteln. Habe ich eine kleine nicht maßstabsgetreue Skizze hier mal gezeichnet. Ich nehme P als Aufpunkt, dann wäre praktisch der Aufpunktsvektor der gelbe Vektor. Der geht ja immer vom Ursprung aus. Und dann muss ich noch den Vektor von P nach Q berechnen, weil ich ja einen Richtungsvektor brauche. Das mache ich jetzt. Hier PQ ist gleich, und zwar errechne ich von den Koordinaten von Q, von den Spitzen sozusagen, den Fußpunkt P ab. Deswegen kriege ich folgende Differenz jeweils. 3 minus 1, 1 minus 4 und 3 minus 1 gibt dann insgesamt den Vektor 2 minus 3, 2. Und damit kann ich die Geradengleichung angeben. X ist gleich, der Aufpunktsvektor ist P, also 1, 4, 1, plus Lambda mal 2 minus 3, 2. So, und dann möchte ich noch eine dritte Aufgabe machen. Ich möchte 3 prüfen, ob 3 Punkte auf einer Geraden liegen. Dies löse ich so, indem ich als erstes eine Gerade durch die ersten 2 Punkte bestimme. Da kriege ich in diesem Beispiel dann raus, dass diese Gerade g beschrieben wird durch x ist gleich 4, 5, 6, das Aufpunkt a, plus Lambda mal der Vektor von a nach b. Deswegen rechne ich von den Koordinaten von b, subtrahiere ich die Koordinaten von a. Also würde ich kriegen 8 minus 4, das wären 4, deswegen steht es in der ersten Zeile des Richtungsvektors eine 4. Dann 3 minus 5, das ist minus 2 und in der dritten Zeile steht dann 9 minus 3, also 9 minus 6, also 3. Gut, das hier ist eine 6, 5, 2, 6 muss das hier heißen. Okay, und jetzt kann ich prüfen, ob der Punkt P drauf liegt, will ich dann den Punkt einsetzen und dementsprechend dann nach Lambda auflösen. Wir sehen in diesem Fall, er liegt nicht drauf, weil Lambda gibt uns drei verschiedene Werte und weil es drei verschiedene Werte sind, bedeutet das A, B und C liegen nicht auf einer gemeinsamen Geraden. Ja. Ich hoffe, mit diesen drei Beispielen lässt sich der Arbeitsplan, also die Aufgaben des Arbeitsplans, gut bearbeiten. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wenn ihr Fragen dazu klären wir dann
in der Videokonferenz. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht es gut und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ein Tipp für alle, die jetzt nicht bei mir im Unterricht sind: Die Videokonferenz wird dann wieder verfilmt und steht als Lernvideo zur Verfügung. Bis dahin also eine gute Zeit.